Meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu Need for Speed Payback. In der letzten Folge sind wir ein bisschen den Umzängen angefahren. Ah, guck mal hier, Wildcard. Ja, ein paar Missionen abgeschlossen. Und das Nervigste, was ich überhaupt, wo ich keinen Sinn drin sehe, sind diese Sprintrennen mit dem Draxler zu fahren. Null Sinn. Komm, wir müssen erstmal dahin. Wie man sehen kann, der Wagen macht wieder einen Wheelie. Und wir nähern uns der Stufe 300 mit ganz kleinen Schritten. Der Street Racer hat keine Chance gegen mich. Ja, muss nicht sein, dass wir jetzt mit unserem Draxler jetzt gegen ihn fahren. Wir würden zwar gewinnen, aber nein. Wir werden den Riot Club erstmal besiegen. Und auf unsere Seite ziehen. Aber wir können ihn nachher noch ganz gut gebrauchen, wenn wir gegen das Haus antreten. Oh, hab ich verfahren. Hoppala. Nein, ich weiß kein... Was ist das denn? Nein. Erstmal machen wir den Club, dann kommt noch eine Stufe höher. Ich fliege! Ja, jetzt aber. Höher und weiter! Nein, ich geh danke rein. Hab ich beim letzten Mal schon erkundet? Oh, waren wir noch nicht. Weit. Okay. Siehst du? 180 schon. Was war hier? Ein Chevy? Wir könnten auch mal verkaufen. Gehen wir an. Schaffen wir. Ein unebener Hang in einem Wohngebiet? Die Typen sind irre. Ich bin mal gespannt, wie sie ist. Ja, aber rot haben wir sie ja schon mal. Oh, was ist das hier? Das Ding ist echt zu gut. Locker. Locker geschafft. So, das Ganze müssen wir noch dreimal fahren. Dann haben wir die Crew auch besiegt. Ich hab dich unterschätzt, aber ja. Das ist vorbei. Oh, und schnell abhauen hier. Jetzt ist wieder eklig hier. Mann, das ist auch eine Strecke, was haben die sich dabei einfallen lassen? Schon wieder Erster. Da guckst du blöd. Da guckst du blöd. Meine Liebe. Komm, gib schon mal auf. Gib einfach auf. Oh, willst du mal? Ah. Sicher? Tschüss! Kannst du schon mal eine Monatskarte kaufen? Ach nee, wir kommen ja auch nicht. Na. Ja, ich brauch nicht viel machen. Guckt's euch an. Ja, gewonnen. Sehr geil. Ein Kinderspiel! War's auch. Dein fast 6 Sekunden. Ach. Bisschen Geld. So, goldene Mitte. Stufe 6. Mhm. Machen wir. So, Liga besiegt. A-Klasse. S5, den haben wir, sind wir schon gefahren. Oh, den haben wir noch sogar. Ein Zweier? Ja, M2. Ah, schick, ein M3. Sehr schönes Auto. Neue Mission verfügbar. Hab ich doch gesagt. Du bist genauso irre.
geb's nicht gern zu, Big Sister, aber du hast vielleicht recht. Du hast Fans, Tyler. Was gut tut man, könnte hier wirklich etwas verändern. Schon klar, es geht wohl tatsächlich um mehr als Navarro und meine Crew. Ob's mir gefällt oder nicht. Dies, das braucht nicht, Tyler. Tu, wozu wir anderen nicht den Mut haben und du wirst sehen. Wir alle werden dir folgen. Holen wir uns die Stadt zurück, Tyler. Seit wann fahr ich alles doppelt hier? Ich wette, es ist eine Falle. Falle, Kumpel. Du schuldest mir deine Worte. Na, Katrina. Hey, wenn du unbedingt noch eine Abreibung willst, von dir aus gern. Wir fahren woanders. Wir fahren woanders. Hasta pronto. Gut, auf zum nächsten Tanz. Von wegen. Es ist eine Falle, wir werden vom Kopf verfolgt und wir müssen abhauen. Wollte ich immer wegen Boss fahren, hallo? Das macht überhaupt keinen Sinn. Baustelle. Gehen wir so ein Rennfahren? So, was habe ich noch für ein Auto gehabt? Mal müsste man das echt mal machen. Mit denen hier. Das ist ein bisschen unfair, oder? Mit Eddies Auto? Nein, komm. Subaru und der. Nein, wir machen es denn schon fair. Ty? Was macht ihr denn hier? Ich hab nach Jimmy gesehen, einem alten Kunden von mir. Und La Katrina wollte eine Revanche. Ich wurde von League 73 kontaktiert. Eine Falle. Navarro. Weg hier. Das gehen wir hin. Ihr wisst, wie es läuft. Aufteilen und sie. Oh, wie man ganz anders zu fahren hier. Hier schön weich. Oh, vom Bierle her. Was geht da vor? Okay, überall Straßensperren. Ich hab kurz die Kontrolle über mein Auto verloren. Hoppala. Seine Überführung hat aufgehört. Passt auf. Nehmt euch vor dem Scheinwerfer in Acht. Scheinwerfer. Wo ist Miller lang? Was war gerade da draußen los? Ach ja, richtig. Hier in der Nähe ist das Truck-Treffen. Und die ersten sind schon hier eingetroffen. Auch nicht schlecht. Ich habe keine Zeit dafür. Verdammt, was ist das denn? Mir dran und stört meinen Wagen. Ich muss aus dem Scheinwerfer nicht raus. Fahr zu dem Kreisel bei der Baustelle. Wir treffen uns da. Beeil dich, Keine. Heli wird dich. So ein Mülllicht, kann das beeinflussen? Ja, komm schon. Du musst zur Baustelle, okay? Ich weg bin hier. Was war das denn für ein Teil? Und hat EMP? Ich fahr durch den Kanal. Der Heli ist wohl kein verrückt genug, mir zu folgen. Oh Mann. Oder? Erwin, wieso folgen Sie dem Bug? Geht nicht. Der Kanal ist zu schmal für meinen Rotor. Zu schade. Ich muss wohl den Bug. Watch out! Oh mein Gott! Was war das für ein Tackle? Das dachte ich mir. Davon gibt es mal eine Slow-Mo-Aufnahme. Richtig geil. Wenn sie die Fäden zieht, wird sie noch richtig ungemütlich. Ja, jetzt, wir haben Kohle. Hops. Oh, Baby. Wir hätten sehr
Der lässt sich wieder super steuern, der Wagen. Alles klar, verstanden. Hab ja Zeit, ne? Alles hier ein bisschen sehr schwammig. Oh, da ist er wieder. Am Ende des Kanals ist eine Überführung. Wir treffen uns da. Alles klar, Schwester. Ach, das Rohr, ein bisschen geschützter. So kann das nicht weitergehen. Ich muss zu Jess. Komm schon, komm schon. Du bist schon da. Ganz merkwürdig, das Licht hier. Mein Auto, wie es aussieht. Jess? Genau. So, jetzt müsstest du durchatmen können. Seht über, wenn sie dir auch entatmen? Mit Sicherheit. Das sind wir doch immer. Mir kommt's vor, als wäre heute Nacht die ganze verdammte Truppe auf Blut aus, als wären wir Kriminelle oder so. Jess. Sind wir das nicht? Ich meine echte Kriminelle. Oh, hey, Hilly. Der Hilly ist zurück. Aber ich habe ihm ordentlich zugesetzt. Lass ihn nicht zu. Ich weiß. Ein Treffer und er ist raus. Mit einem defekten Heckrotor kann er noch fliegen, ist klar. Jetzt sind ja voll auf Stress aus, die Cops. Der eine tackelt mich in der Luft weg. Tschüss. Zumindest kann dir der Heli da nicht folgen. Darauf wurde nicht mehr der Gärtner weg. Keine Aufregung. Meine Güte, geht die mir auf den Sender. Unser nächster nach. Sie bleiben an den Wagen dran. Das Haus behält sie im Auge. Wenn sie den Wagen nicht folgen, Junge, es hat einen Stress hier. Gott, der Kerl ist verrückt. Ah, fast perfekt. Mich kriegt er nicht ins Visier. Ja, abwarten. So, neue Kopf am Start. Oh nö. Und so schön machen können. Ich war auf dem Ring. Und ihr Jungs? Richtung Süden. Ich auch. Neuer Plan. Treffen wir auf der 620. Sie ist im Bau und da ist massig Equipment. Wir sorgen für Chaos und blockieren unseren Fluchtpunkt. Alles klar. Und da ist auch schon wieder der Heli. So, wieder ein Kopf weniger. Gehen die mir auf die Sender. Und das Ding da oben ist am Brennen. Und da fliegt nun mal weiter, als wäre nichts. Ich hab die halbe Polizei von Silver Rock im Nacken. Der Rest hängt an mir dran. Und ich hab den Heli. Seid ihr bereit für ein bisschen Spaß? Ah. Weg! Entschuldigung, ich muss hier durch. So gefällt mir das. Wir ziehen seinen Kuh durch. Wenn wir schon untergehen, dann tun wir es gemeinsam. Nichts da, wir kommen hier raus. Oh ne, jetzt ist er wieder da. Weiter vorne kommt ein Tunnel. Der Heli wird uns aus den Augen fallen. Und wir verschwinden in die Wüste. Falls Sie sich verlieren, sind Sie dran. Ich muss mich beeilen, sonst legt mich der Heli noch lahm. Ach. Der Heli wird gleich meinen Wagen grillen. Zentrale, die Person verloren. Nein, fliegen Sie auf die Angst. Okay, ihr wollt auf die harte Tour? Mh, ein Camaro SS. Schön. Doch nicht? Das ist ein Camaro SS gewesen. Oh, schick. Noch ein Muscle Car. Geil. M4? Nee, ein M3. Ich kann es nicht auseinanderhalten. Ich bin froh, dass es dir gut geht, Ty. Es war knapp. Ihr Hubschrauber hatte irgend so ein Gerät. Skyhammer. Es kann einen Motor komplett abschalten. Sie haben es von Navarro. Skyhammer, sagst du? Du weißt was darüber? Möglich. Ich müsste das Gerät erst sehen. Wir sollen dem Haus Prototypen-Tech stehlen, während die Cops nach uns fahnden? Ist das alles? Ja.
noch nicht im Knast. Komm vorbei. Ich kann nicht nach Downtown. Ich habe im Moment zu viel Stress mit den Cops. Denkst du, das weiß ich nicht? Ich schick dir einen Treffpunkt vor der Stadt. Bist auf dem Weg, oder? Klar, ich habe hier nichts Besseres zu tun. Genau, ich aber schon. Also beeil dich. Machen wir das noch? Ich denke mal, jetzt machen wir erstmal so in der nächsten Folge. Ja, meine Lieben, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir uns mit dem Gambler wieder treffen. Mal schauen, was er für uns so parat hat. Ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal und bis dann.